Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen. Es geht weiter mit Warhammer Quest Silver Tower. Wir sind immer noch in einem sehr schwierigen Level unterwegs, das ich euch jetzt zeigen werde. Los geht's. Auch die Ladezeiten sind so schön kurz in dem Spiel, also es ist wirklich wunderschön. So, 5 von diesen pinken Dingern müssen wir ausschalten. Und die Feinde sind leider ziemlich nah an uns dran. So, das ist der Anfang. Denken wir die Verteidigung um 100%. Ja, das kann sein. Wie heißt die Fähigkeit? Irgendwas mit Schrei war das, glaube ich. Blutrei. Jetzt kann ich den gar nicht mehr angreifen. Aber mit dem kann ich das. Genau. Diesmal ist der Anfang besser, glaube ich. Ein bisschen nachhelfen. Ja, das sieht diesmal sehr gut aus. Scheiße. Ich nehme alles zurück. Okay, damit würden wir das Ding da unten mit erwischen. Dann gehst du da oben mal hin. Oder auch nicht. Jetzt will ich den da unten auf einmal nicht mehr mit erwischen. Aber der hat jetzt schon auf den Reaktionsschuss gemacht, deswegen konnte ich hier jetzt vorbeigehen. Dann werden wir den hier opfern. Ach, man ist hier mit eingefroren. Aber macht nichts, dann haben wir eigentlich trotzdem genug Zeit, um da oben hochzugehen. Machen wir trotzdem. Und dann haben wir genug Zeit. Yes. Ein bisschen geopfert, aber wir haben es geschafft und wir bekommen 3 Belohnungen. Gut. Boah, das vorletzte. Jetzt geht's los. Ihr Stück von den Dingern. Oh, nein, nein, nein. Akuliten, schnappt sie euch. Zerstöre dieses letzte Becken, dann können wir verschwinden.
Wenn die jetzt hier drin in der Mitte sind, dann können wir die doch aufschalten. Dann brauchen wir doch eigentlich nur warten, schalten die Dinger aus und dann gehen die Gegner drumherum mit drauf. Oder nicht? Naja, der steht immerhin schon mal daneben. Ja, ist ja jetzt mal gut. Scheint ein hohes Level zu haben. 9. Wir überlassen es ihm. Nicht geschafft. Aber er hat zum Glück daneben geschlagen. Jetzt müssen wir das Ding eigentlich ausschalten. Komm nicht ran. Uff. Das war jetzt wichtig. Oh Mann, ey. Die Sarah dürft die feuert und sie kriegt den Konter ab. Krass. Oh, dein Spiel ist aus. Das war's. Jetzt sind wir beim letzten. Das ist übrigens hier der vierte oder fünfte Part, jetzt am einen Abend, den ich aufnehme. Also wenn ich hier mal aufnehme, dann nehme ich auch gleich mehrere Parts auf. Irgendwie macht das auch so ein bisschen süchtig. Nicht der 6. Oh. Das wirst du noch bezahlen, Spielverderber.
Wo ist denn der Ausgang? Oh, hinter ihm. Vielleicht sollten wir lieber warten, bis er da irgendwie in Reichweite ist. Level 12 wäre es machbar, aber nicht einfach. Ja, jetzt würden wir eben perfekt Schaden machen, ne? Aber wir sind leider nicht in Reichweite. Doch. Nice. Geht nicht, schade. Er bekommt Verstärkung. Das wäre ein guter Treffer. So, und du wirst spinnen. Nee, oder auch nicht. Du aber. Tatsächlich mit zwei Blubberwort, ey. Ich glaube das ja nicht. Das ist zu viel, jetzt kann man nicht auf den besten einfrieren und dann irgendwie versuchen, die anderen auszuschalten. Ja, also zwei Blubberwort gleichzeitig, das ist hier zu viel für meine Gems. Da ist nichts mehr mit einfrieren. Jetzt liegt es nicht mehr an meinen Händen. Und gelang ich zum Ausgang. Ach du Scheiße. Ach so. Ach, der ist ja jetzt ganz hinten links. Ob ich das jetzt überlebe, das... Ich hab's überlebt, ey. Oho. Wahnsinn hier. Mein Herz. Ah, für meinen Nekromanten ein besserer Stab. Ja, den habe ich leider nicht mitgenommen. Also, ich habe ja hier für tot den Nekromanten. Dann die Reckless Bloodborne. Dann die Spirit Torment und die Mimo Benji. Na, und ja, ich kann halt nur drei mitnehmen, also mein vierter Charakter, das wäre natürlich der Nekromant gewesen, aber
Den hatte ich schon dann so ein bisschen im Tutorial gespielt, hatte ich schon so einen Einblick bekommen. Der ist eigentlich auch nicht schlecht, aber den kannte ich dann schon, weil ich über was Neues haben. So, hier gibt es nur 5 Level. Ah ja, Ulgu war Schatten. Ulgu. Das dritte Stück. Bin ich da ein Machtkristall? Jetzt nicht so richtig, wo mein Ziel ist. Stehe ich nicht. Den da soll ich zerstören? Kann ich den anvisieren oder was? Merkwürdig. Ach nee, da ist er ja. Ach. Okay. Na, und jetzt mit Edgar dahin. Wie weit ihr sprinten kann. So simpel. Kein nächstes. Boah, ich bin ständig rot, ne? Das wird die feindliche Macht. Ja, das soll ja die Chaos-Korruption darstellen. Hier sind jetzt Monster angeblich. Achso, das sind wohl die Monster. Mein Meister muss sehr verärgert sein. Entledige dich dieser Feinde, damit wir weitermachen können. Ach, das hätte ich vielleicht noch gar nicht machen sollen, ne? Vielleicht warten sollen, bis sie da dran, sie daneben stehen. Wie weit könnt ihr? Aha. Na, Schweine besiegen ist jetzt nicht so schwierig. Haben wir schon. Das ist nicht schwieriger geworden. Aber eins muss ich gestehen, ich fühle mich wohl in diesem Age of Sigmar-Universum.
Das sagt mir irgendwie voll zu. Und 40k sagt mir überhaupt nicht zu. Aber das hier, das sagt mir eher zu. Ne? Das ist auch ein bisschen vertrauter mit den Gegnern und mit den... Na gut, von der Gegend her nicht, aber mit den Rassen. Ne? Das ist mir da ein bisschen vertrauter. Ich hatte ja damals Angst, dass für Warhammer Fantasy oder besser gesagt für The Old World nicht mehr genug Content bestehen würde irgendwann, als ich den Kanal hier aufgemacht habe. Weil da gab es ja nur Total War Warhammer, Warhammer Vermintide 2 und was man sonst noch machen kann ist Warhammer Lore. Natürlich kann man noch irgendwie was Eigenes kreieren, aber das war's dann auch. Und wenn zusätzlich Warhammer Age of Sigmar macht, dann hat man da natürlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Da bin ich auch froh drum, dass es so ist. Aber wie gesagt, ich fühle mich wohl hier. Ich habe auch Warhammer Age of Sigmar Tempest vorher habe ich ganz gerne aufgenommen, auch wenn es ein bisschen technisch anspruchsvoll war, weil es halt ein VR-Titel ist. Dann Warhammer Age of Sigmar Stormground habe ich auch gerne aufgenommen. Ja, der fällt mir da jetzt auch gerade nicht ein. Alles andere habe ich nur Let's Showed. Ja, die kann ich jetzt irgendwie nicht anvisieren, weil da schon wieder zwei Stück auf einmal stehen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Müssen wir erst so machen. Jetzt können wir sie alle anvisieren. Und zack. Was habe ich gesagt? Die Ebene erscheint mir ein bisschen einfacher. Aber das. Die Map, die ist auch einfacher. Nicht der Einmachtkristall. Und die Ziele sind doch einfacher. Nicht in Reichweite? Achso, nee, das ist Nahkämpfer. Stehen die da wieder so komisch auf einem Fleck? Und dass ich. Gibt's ja nicht. Ach doch, dann kann ich gar nicht links. Oh, da ist was vor. Und dann. Also, ich kann das nicht mit zwei auf einem Fleck stehen. Thank you.
Ja, schade. Ja, du machst das schon. Von dem einen. Mit dem Benji jetzt nicht. Ich sag immer nur die Benji und die Benji hat einen Namen. Westy. Nee, Blurski. Kann man nicht aussprechen. Deswegen sage ich immer nur die Benji, ja, weil ich halt die Namen nicht so richtig aussprechen kann. Ja, die hat echt krasse Waffen. So, jetzt Reichsadler. Reichsadler. Erfahrung haben wir denn 202. Nee, da können wir leider keinen aufsteigen lassen. Ich bräuchte mal wieder ein Spielerlevel ab, aber das dauert. Diese Tipps kann ich da gar nicht durchlesen, die sind viel zu schnell. Mein PC ist so schnell. Besiege 14 Monster, ach, das ist doch easy. Ich werde jetzt mein Amulett niemals in die Finger bekommen. Ich spüre den Zorn meiner Schöpfung. So, nee, jetzt spüre den Zorn meiner Schöpfung. Nö, will ich aber nicht. Also können ja hier nur von zwei Seiten angegriffen werden, also das ist eigentlich einfach. Das war ja verdammter Ernst. Lol. Lieber den dahinter angreifen sollen. Wird glaube ich doch ein bisschen schwieriger. Fünf haben wir, da fehlen aber noch einige. Geben wir weitere Reichweite und noch weniger Schaden. Ja, lol.
gibt's ja nicht. Ich hab jetzt aber doch noch eine enge Kiste. Ein weniger ist immer schwierig. Noch 6. Das Blöde ist, sie kommen alle so einzeln. Noch schaffen. Oh nö. Das war's dann wohl. Jetzt zu viel Schaden. Jetzt nochmal, dass ich bei Vernichter alle Gegner verloren habe. Aber gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Das werden wir schon hinkriegen. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.